So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fahren heute den CJX 92914 von Payerbach-Reichenau nach Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Genau, das ist ein Passagierzug mit der ÖBB 4024 auf der Semmeringbahn. So, und jetzt fahren wir los hier. Und ja, starten das ganze Ding hier mal. Ich hatte ja schon in den letzten zwei Folgen gesagt, was ich von der Strecke halte. Dass ich die Strecke zum Beispiel sehr gut finde. Sie mir gefällt. Dass es Spaß macht auf alle Fälle. Und dass es sich meiner Meinung nach auch wirklich lohnt, zu kaufen. Ja, weil es ist halt von der Natur her, also vom Panorama her, von der Strecke her, sehr gut. Genau. So, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal die Ziffer hier aktivieren. Das Ganze geht ungefähr eine halbe Stunde. Wo ist denn hier die Ziffer? Geht doch. Weil das sieht man hier fast wieder nichts, ne? Ja, jetzt. So, Türen und Riegeln erstmal. Stellung bringen. Und da gucken wir uns mal schnell in Reichenau um hier. Payerbach Reichenau. Ist auch ein schöner Ort, ne? Zum. Hier ist es bestimmt auch schön. War hier schon mal jemand in Payerbach? Oder kennt das jemand, den Ort? So, Türen verriegeln. Und dann können wir losfahren Richtung Wiener Neustadt, ist heute unser Ziel. Das ist eine Regionalbahn oder Regional. Ja, Regionalbahn ist es. Und mit diesem Zug hier kann man auch über die gesamte Strecke im Regioverkehr fahren. Aber ich sehe schon, müssen wir was machen hier. Wieder nicht die Einstellung übernommen. Das ist natürlich überhaupt nicht so schön. Nee. Zielmarkierung machen wir aus. Haltemarkierung machen wir aus. So, das müssen wir nämlich immer wieder aktivieren hier. Also das brauchen wir ja nicht, wenn wir das da oben stehen haben. So, dann fahren wir mal. Ein kleines Stück auf der Semmering-Linie, also auf der Semmering-Bahn, also direkt auf dem Semmering-Pass, meine ich. Das ist nämlich bis Glocknitz. Ist es tatsächlich der Semmering-Pass. Und dann geht es eigentlich auf die Schnellfahrstrecke. Ja, ich wurde vom Max01 TV angesprochen, ob ich denn mal wieder ein bisschen TSW 4 Content raushaue. Da habe ich mir gesagt, na, dann machen wir doch gleich noch eine Folge. Lohnt sich. Ich habe auch wieder ein bisschen Spaß dran an TSW 4. Es kommen ja jetzt wieder einige neue Strecken auch. Und dann lohnt sich das auch auf alle Fälle mal ein bisschen anzuschauen. Und wie ich schon mal gesagt hatte, TSW 4 kann man wirklich zocken.
als Entspannung. Ja, früh bei einer Tasse Kaffee oder so. Weil so schwer ist es jetzt nicht von der Steuerung her. Ja, aber es ist halt unglaublich. Ja, einmal auch mal entspannen, sage ich mal. Wobei man hier auf dem Semmeringpass wirklich ein bisschen aufpassen muss, was die Geschwindigkeiten auch angeht. Also das ist da schon ein bisschen schwieriger als jetzt eine Strecke, die geradlinig läuft, also ohne Steigerung. Es ist schon sehr schön hier. Ist auch sehr gut umgesetzt, finde ich. Sieht fast gleich mit der Salzburg-Rosenheim-Strecke, die ich auch sehr schön finde. Da lohnt sich es auch wirklich das Geld auch auszugeben, ne, dafür. So, nächste Station Schlögelmühl. Ausstieg rechts. Und da kommt schon dagegen zu. Aber der scheint hier nicht zu halten, ein Schrögelmühl. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das möchtet, wie ihr die Semmeringbahn findet, ob ihr die auch schon gekauft habt oder ob ihr die schon gespielt habt. Würde mich mal interessieren. So. Ja. Oder ob ihr euch auch andere Strecken holen werdet in Zukunft. Das würde mich mal so interessieren. So, auch nach Glocknitz. Ich selbst bin ja auch wirklich mal gespannt, wie sich die Zukunft von TSW 4 entwickelt. Also was da jetzt in Planung ist,
Das große Highlight wird jetzt noch sein, tatsächlich die Tatami-Line. Das wird jetzt noch so das ganz große Highlight. Da freuen sich auch schon sehr viele drauf, aber das kommt halt, denke ich mal, vor Juni, Juli nicht. Da brauchen wir uns da nichts vormachen. Und davor kommt dann vielleicht noch die amerikanische, also dieser amerikanische Streckenabschnitt zwischen San Bernardino und LA, also diese Verbindungsstrecke, wo wir dann auch endlich mal eine Kompaktstrecke haben, also eine Kombinationsstrecke haben zwischen Barstow über San Bernardino, über LA und nach Lancaster. Und das finde ich richtig klasse. So, nächste Station, Glockenitz. So, jetzt fahren wir nämlich auf die Schnellfahrstrecke hier. Da steht ein Güterzug bereit, der wartet hier bestimmt, bis wir runtergefahren sind vom Pass und fährt jetzt weiter. Ausstieg rechts. Türen öffnen. Dann sind wir hier in Glocknitz. Auch ein sehr schöner Ort, ne? Wenn ich diese Strecken mal vergleiche, auch mit alten Strecken, also mit alten TSW-Strecken, da können viele alte Strecken wie Ruhrsieg Nord oder so einfach nicht mal mithalten. Ne? Ist einfach so. Und es ist einfach angenehm zu fahren, finde ich. Also mir gefällt die Strecke sehr, muss ich sagen. Ich würde sagen, Salzburg-Rosenheim ist sogar noch einen ganz kleinen Tick besser, aber nur einen ganz minimalen Tick oder halt auf dem gleichen Platz halt. Ne? Also das sind beide sehr große Favoriten. Also die besten Strecken sind wirklich Rosenheim-Salzburg und der Semmering-Pass hier.
Danach würde ich sagen Berliner Linie. Und dann halt so Taranter Rampe und Riesa Dresden. Wenn sie Riesa Dresden noch ausbauen würden, ja, also Riesa Dresden, vielleicht noch Bad Schandau oder so oder schöner für die S-Bahn oder halt bis Leipzig, dann wäre es optimal, denke ich. Dann wäre es eine optimale Strecke. Mal sehen, vielleicht ist es ja wirklich noch eine Planung von TDG. Keine Ahnung. Müssen wir mal warten, ne? So, drauf hoffen wir auch. Ja, jetzt fahren wir hier mit fast 140 Sachen hier lang. Nach Potschach. Nächste Station Potschach. Ausstieg rechts. Sehr viel Zugverkehr hier. So, nächste Station Ternitz. Ausstieg rechts.
auch Köln-Aachen oder so. Ich weiß nicht, warum die sich immer auf Köln-Aachen und zum Beispiel auch festgelegt haben, ne? Die wollen sie ja jetzt hier wieder einen neuen Fahrplan machen. Also die Köln-Aachen-Strecke, das war die erste Strecke für TSW 2, glaube ich. Das sind alles solche Strecken, die ich weiß nicht, warum die daran festhalten. Also sollen sie doch lieber weitere Strecken updaten, also auf den neuesten Stand bringen, als dieser ganzen anderen, diese ganzen alten Lappalien, also oder Lamellen. Ist zumindest meine Meinung. Es gab auch schon sehr viel Kritik seitens der Community, dass TDG halt ja zwar gute Sachen rausbringt, aber eben viele wollen halt immer noch, ich inklusive, also ich auch, längere Strecken haben, also wo man auch mal ein bisschen länger unterwegs ist auf so einer Personenstrecke. Und dass das geht, das wissen wir ja. Siehe im amerikanischen Bereich, ne? Lancaster nach LA, da fährt man auch fast 2 Stunden oder über 2 Stunden sogar. Also es geht auf alle Fälle. Und das wünschen die sich halt auch für die deutschen Strecken oder halt auch die britischen Strecken, weil da fehlt halt wirklich die Länge der Strecken, ne? Viele sagen auch hier bei dieser Linie hier beim Semmeringpass hätten sie sich halt noch gewünscht, dass halt noch bis nach, also dass es halt bis nach Wien reingeht. Aber Wien ist natürlich eine riesige Stadt und die umzusetzen ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Also, aber wie gesagt, das ist nur so ein paar Meinungen von einigen, dass halt viele Strecken länger sein können. Also mal auch mal die 120 oder 130 Kilometer Marke brechen können, ne? Und trotzdem eine sehr schöne Strecke sein kann. Es gibt so schöne Strecken und viele ärgern sich halt darüber, die eben auch sehr gerne so Train Sim World oder TS Classic spielen, dass die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, ganze Strecken, also komplette Strecken sozusagen zu veröffentlichen. Ja, das regt viele auf, ja. Sondern dass die halt immer nur Teilstrecken rausbringen. Ja. Selbst die Tarantarampe ist eine sehr schöne Strecke, keine Frage, aber das ist halt auch nur ein kleiner Teil der Strecke zwischen Dresden, Chemnitz, Zwickau. Ich würde mir halt zum Beispiel wünschen, dass viele alte Strecken, die schon vorhanden sind, einfach erweitert werden. Ja. Also zum Beispiel die Strecke Dresden-Chemnitz, dass die erweitert wird bis Zwickau, ja, zum Beispiel. Oder eben, wie gesagt, Dresden-Riesa bis über bis nach Schönau oder bis nach Leipzig auszubauen, dass man halt einfach mal komplett eine Strecke fahren kann. Das wäre dann optimal, sowas, ne? Und umsetzbar ist es definitiv. Also wenn TDG sagt, es ist angeblich nicht umsetzbar, das ist völliger Quark. Die haben einfach nur keine Lust dazu. Ja. Und da suchen die dann halt irgendwelche Ausreden, damit die Community halt Ruhe gibt sozusagen. Ja. Und das ist aber meiner Meinung nach nicht die richtige Herangehensweise. Jetzt haben sie zum Beispiel, wie ich gehört habe, eine Strecke also geupdatet, die heutzutage keiner mehr fährt. Das ist einmal so. Und zwar die New York nach Hicksville. Die haben sie jetzt auf die neuesten Futures von TSW 4 gebracht. Und ich sage mir, ey, warum diese Strecke? Warum? Holt euch doch eine Strecke, die auch viele Leute fahren, ne? Mein Gott. Und das regt eben viele, sehr viele auf. Also sehr viele, mich auch. Ja. Ärgert mich auch. So, nächste Station Neunkirchen, NÖ. Ich weiß nicht, was das NÖ heißt. Nördlicher Bahnhof oder so? Ja.
Man kann jetzt auch nur hoffen, auch auf die Drittentwickler, die wirklich sich richtig viel Mühe geben, ne? Siehe jetzt mal über Nina Linie. Das sieht man das beste Beispiel daran. Also die geben sich zum Teil wirklich richtig viel Mühe und legen da richtig Energie in das Zeug rein. Und das finde ich richtig gut. Ja, und sowas müsste es halt auch bei TDG geben. Sowas. Ne? Also hier die ganze Strecke ist wirklich also eigentlich super, ne? Also es ist richtig eine richtig schöne Strecke. Es ist auch auf der, wie gesagt, auf der Schnellfahrstrecke, also auf dem Abschnitt auf der Schnellfahrstrecke unglaublich schön. Semmeringpass ist dann natürlich noch richtig, noch bei weitem besser, weil man da sehr viel Natur, Panorama und so weiter sieht. Aber das ist genau eben der Punkt oder die Sache, die ich halt so mag. Ne? Also es gibt halt so schöne Sachen. Einmal nur. Das macht dann einfach nur Laune. Ne? Das macht einfach Spaß. Ja, ich wurde halt auch schon gefragt. Wegen YouTube hier so, warum ich das mache und so. Viele können es nicht mehr nachvollziehen, warum ich es noch mache. Also von meinen Verwandten. Ich sage, zum Teil gebe ich denen recht, aber jetzt kommt das große Aber. Ich mache es halt wirklich aus Fun. Ja, einfach nur aus Fun. Ich mache da keinen Hehl draus. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich irgendwann mal auch die 500 Abonnenten oder 600 Abonnenten oder so knacken würde. Oder auch die dementsprechende Aufrufzahl dann im Verhältnis steht. Aber ich habe das so häufig angesprochen und meistens kam es bei denen, die es betrifft, eben nicht an. Und da lohnt es sich auch nicht, sich weiter darüber aufzuregen. Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die meine Inhalte gerne angucken. Und das freut mich natürlich auch riesig. Und ich gebe mir natürlich weiterhin Mühe, hier so einigermaßen guten Content rauszubringen. Ich mache es halt so, wie ich halt bin. Ne? Also ich will mich halt nicht verstellen oder sowas. Das ist Schwachsinn. Viele größere YouTuber habe ich schon gesehen, die stellen sich so blöd. Die stellen sich regelrecht blöd an. Ja, nur damit sie eben mehr Klicks generieren. Und das ist Schwachsinn. Das ist nicht so. Gefällt mir nicht so. Ja, es gibt zum Beispiel auch einen YouTuber, der auch sehr bekannt ist. Der heißt Yuga. Der fängt zig Projekte an und hört die mitten im Spiel oder im Let's Play auf. Deswegen habe ich auch jetzt aufgehört, den anzugucken. Ich habe immer mal angeguckt, weil ich gedacht hatte, naja, vielleicht zieht das jetzt endlich mal durch. Aber nach ein paar Folgen lässt das wieder schleifen. Teilweise bin ich auch so, aber das ist halt nur bei Projekten, wo ich entweder selber nicht so viel Spaß dran habe aktuell. Oder ich halt sehe, dass halt das Interesse überhaupt nicht gegeben ist. Ich hatte ja zum Beispiel Final Fantasy VII, läuft ja in Iona. Das habe ich jetzt erstmal pausiert eine Weile. Das wird doch noch irgendwann weitergemacht, keine Sorge. Aber momentan ist eben, habe ich so viele Projekte hier, die ich auch erstmal machen möchte. Und wie gesagt, ich sehe ja an den Aufrufzahlen, dass es jetzt auch nicht nötig ist, beziehungsweise nicht zwingend erforderlich ist, in den nächsten 2 Tagen unbedingt jetzt weitermachen zu müssen. Also es hat Zeit. Ja. Nächste Station Sankt
Ägidien am Steinfeld. Ich glaube, Sankt Ägiden gibt es auch in der Nähe von Chemnitz. So, Ausstieg rechts. So, ihr seht hier auch an der Kilometertafel, wie viele Kilometer es noch bis Wien sind. Also 57 Kilometer. Bis hier, also von hier aus. Viele sagen, wie gesagt, die hätten das noch reinziehen können mit, also noch die, sag ich mal, ungefähr 50 Kilometer noch mit dranhängen können. Das wäre optimal gewesen, ja. Das wäre eine richtig geile Strecke gewesen. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was wir hier bekommen haben. Da lohnt sich, wie gesagt, auch wirklich die 35 Euro auszugeben, ne? Also hier lohnt sich's wirklich. Die wollen für die Strecke, die sie jetzt neu auflegen, hier von Hicksville nach New York, ne? Wollen die tatsächlich auch 30 oder 35 Euro haben, ne? Obwohl es die Strecke ja schon für den TSW 2 gab. Ja. Und das ist dreist. Und viele, als der Felix zum Beispiel, der Felix der Weise, ein YouTuber, den ich auch sehr gerne schaue, da so eine Preview gemacht hat, gab es auch viele Kommentare, die dementsprechend auch ja, genervt waren von TTG in dem Fall, weil sie einfach dreist waren. So, Felix kann ja nicht dafür, der macht ja, stellt das ja nur vor. Ich denke, Felix mag das auch nicht so. Also er ist bestimmt auch nicht so. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, der wird auch nicht begeistert gewesen sein. Aber ich finde es halt immer faszinierend, dass es halt viele gibt, obwohl sie vielleicht jetzt nicht so zufrieden sind mit dem Inhalt, ja, also mit dieser neuen Linie dann, New York Hicksville meine ich, dass die dann trotzdem so geschillt bleiben. Ne? Wie Felix zum Beispiel, der ist immer neutral, der geht immer neutral an die Sache ran. Und er macht auch richtig gute Videos, also könnt ihr auf alle Fälle mal vorbeischauen. Sein Kanal ist Felix der Weise. Macht meistens so Infovideos und so ein paar TSW 4 Fahrten. Also so ähnlich wie ich, aber halt ohne. Also ich mache ja keine Infos so direkt. Oder Release-Info oder sowas. Aber er ist da wirklich ziemlich gut aufgestellt und macht das auch gerne, also das merkt man halt auch und könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist eine Kanalempfehlung von mir. So, jetzt sind es noch 7,8 Kilometer bis Wiener Neustadt. Machen wir mit 140 lang fahren hier. So, und dann haben wir unser Ziel schon erreicht heute. Aber wie gesagt, keine Sorge, wir gucken uns dann nochmal wieder Neustadt so ein bisschen an, bei dem Bahnhof. Ich werde jetzt noch nicht gleich nach der Fahrt dann die Fahrt beenden. Weil wir wollen uns ja natürlich ein bisschen so die Bahnhöfe auch mal ein bisschen angucken. Und da mal genauer gucken. Hier gibt es auch eine, also ich zeige euch dann mal noch eine Streckenkarte. Da ist nämlich was ganz Interessantes drauf. Ich glaube, das ist nämlich die Bahn hier drüben. Das ist so eine, wenn das hier eine, nee, das ist ein Wanderweg. Es gibt hier nämlich nur so eine kleine Nebenbahn. Das ist anscheinend so eine Art Schmalspurbahn. Das könnte vielleicht auch mal irgendwann eventuell mal so eine Linie sein. Irgendwann mal, wie gesagt. Aber wissen tut man das natürlich nicht. Von der Länge her denke ich mal, wäre es auch optimal. Aber schauen wir einfach mal. Ich zeige euch das nachher einfach mal am Bahnhof dann.
Ihr könnt auch gerne mal, wenn euch so auch so richtige Fahrten, also Live-Fahrten interessieren, könnt ihr euch mal beim Lorirox umschauen oder bei Rail Relaxation. So, der macht so auch die verschiedensten Fahrten und macht das auch richtig gut. Aber erstmal ein bisschen abbremsen hier. 185 Komma. Zumindest solange die PZB aktiv ist. So, in Kürze erreichen wir Wiener Neustadt. Ein bisschen Gas geben. Ausstieg links. Auch ein sehr schöner Bahnhof. Sehr schön umgesetzt. Muss man mal so sagen. So, schön in der Regel. Wie gesagt, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen auf dem Bahnhof hier um. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr schöner Bahnhof. Also die Bahnhöfe sind wirklich alle sehr gut gestaltet auch, ne? Also wirklich, das muss man auch mal loben, ne? Wir werden natürlich auch mal irgendwann auch mal so ein Szenario ans angucken. Also da gibt es ja auch einige, die werden wir definitiv auch mal machen. So, zum freien Spiel zurückkehren. 10:03 Uhr fährt er ab. Okay, also der hat jetzt hier eine Stunde Aufenthalt. So, wollt ihr nie aussteigen, Leute? So, das hier ist die Wiener Neustadt. Ich gehe mal auf die andere Seite hier. Hier fährt keiner ab. Ah, hier ist noch was. Die Teile sind auch ziemlich weit oben angebracht. Ist jetzt nicht so toll. So, hier fährt nichts.
ist nirgendwo was angegeben. Was hier auch neu ist, ist, dass hier bei diesen Anzeigen hier steht immer da, wenn kurz bevor ein Zug kommt, zeigt es das auch an. Ja. Also, ich finde das hier sehr schön, muss ich sagen. Ja, wunderbar. Und sowas sieht man halt heutzutage ganz selten noch. Hier drüben ist ein Zug in der Abstellung, sehe ich gerade. Da gehe ich mal darüber zu dem Zug. Ah, hier steht auch noch einer. Wo fährt denn der hin hier? Na, Mürzzuschlag. Das ist jetzt mal so ein Zug, der fährt über die ganze Linie hier. Der fährt nach Mürzzuschlag. Und zu dem Zug wollte ich hier. Steht hier schon irgendwas dran? Wo der hinfährt? Ja, hier steht auch schon was drin. Nach Breglaf. Breglaf, da fahre ich bald durch. ÖBB. REX1. Okay. Aber Breglaf ist in der andere Richtung. Das ist nicht in die Richtung, wo wir hinfahren wollen. Natürlich trotzdem mal hier einsteigen. Das sind alles Orte, ne, die man hier in Deutschland kaum sieht. Ist verständlich, dass man den Zug nicht fahren kann. Wenn er eben hier steht, nicht einsteigen, weil er genau in die andere Richtung fährt. Ach Mann, Leute. Ich gehe jetzt mal hier rüber und schau mal kurz, wann der hier abfährt. Muss er hier dran stehen? Ah, jetzt fährt er ab schon. Na dann, gute Fahrt hier. Komm gut im Mürzzuschlag an. So. Der fährt raus. Alles klar. So, wartet mal. Ich wollte euch noch so eine Streckenkarte zeigen, ne? Den machen wir das mal. Ihr schaut euch mal auch von hier oben. Das sieht unglaublich schön aus. So, jetzt muss ich erstmal so eine blöde Streckenkarte finden. Wo ich euch mal diesen anderen Streckenabschnitt zeigen möchte. So, müssen wir erstmal diese Streckenkarten finden hier. So, hier ist es aber nicht. Hier rüber. Ah, da drüben. Gucken, ob hier irgendwas kommt. Nö. Wiederzug fahren wir natürlich auch noch. Ah, alles mit der Ruhe. So, hier, das ist die Streckenkarte, die ich meine. Und ihr seht hier, gibt es auch noch eine zweite Linie, ne? Von Hochschneeberg, Bergbahnhof. Bestimmt hier runter zu nach, wie ist der Ort hier? Editz Grimmstein. Das ist bestimmt so eine Art Schmalspurbahn. Aber hier gibt es halt auch so viele Stationen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Also das wäre zum Beispiel auch so eine Strecke bestimmt, die umgesetzt werden könnte. Nicht muss, aber könnte. Ja. Und das ist, genau. Mal sehen.
Ja, und wir fahren hier auf der roten Linie, ne? St. Egidien, Neunkirchen, Ternitz, Potschach, Glognitz, Schlögelmühl, Payerbach. Hier ist noch ein Hirschwang. Kann man vielleicht auch hinlaufen. Küpp, Eichberg, Klamm, Schottwien, Breitenstein, Wolfsberg, Kogel, Semmering, Steinhaus am Semmering, Split am Semmering und Mürzzuschlag. So. Eine sehr schöne Strecke, Leute. So, ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat oder euch auch generell so TSW 4 so ein bisschen interessiert. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr wollt, und lasst vielleicht auch ein Abo da. Würde mich auf alle Fälle freuen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.